Servus Freunde der taktischen Unterhaltung, mein Name ist Tactical Viper und heute möchte ich euch eine weitere Waffe aus Battlefield 1 historisch sowie spielerisch etwas näher vorstellen. Es geht heute um das französische Standardgewehr Le Bel 1886 der Scout-Klasse. Wie immer könnt ihr gerne in die Kommentare bereits eine weitere Waffe vorschlagen, die ich beim nächsten historischen Waffenguide näher vorstellen soll. Bevor es jetzt aber losgeht mit dem Waffenguide, möchte ich euch kurz noch um was bitten und natürlich noch den Gewinner vom letzten Gewinnspiel erwähnen. Es gibt derzeit ein Voting-Verfahren für die Dice Friends Nomination und ich würde mich sehr freuen, wenn du dir ganz kurz ein paar Sekunden Zeit nehmen würdest, den Link in der Videobeschreibung oder in den Kommentaren öffnest und dort ganz kurz für mich voten würdest. Dort musst du nur meine ID eintragen, sprich Tactical Viper, deine ID natürlich zum Schluss und natürlich den Grund, warum du für mich voten willst. Am besten schreibst du das direkt in Englisch oder lässt es dir einfach in Deutsch, in Englisch übersetzen von Google Translator, ist eigentlich egal. Hauptsache du schreibst einen kurzen Grund rein, warum du für mich voten willst. Das Ganze ist natürlich frei von jeglichen Zwang, also wer da keinen Bock drauf hat, muss es nicht tun. Schön wäre es natürlich und sollte ich gewinnen im Endeffekt, würde ich mich natürlich dementsprechend auch bei euch revanchieren. Den Key für das Battlefield 1 DLC, der Shoutout Pass, hat übrigens auch Feuerherz HD gewonnen. Glückwunsch an dich. Bitte melde dich auf jeden Fall hier unter diesem Video mit einem Kommentar und da komme ich auf dich zu. Und für alle anderen keine Sorge, da kommen auf jeden Fall noch ein paar Keys. Ich habe noch ein paar gesammelt und die werden natürlich alle im Laufe der Zeit verlost. Jetzt aber legen wir los mit dem historischen Hintergrund der Le Bel 1886 und wie sie überhaupt entstanden ist. Als Frankreich damals das Le Bel 1886 offiziell in die französische Armee übernahm, war dies eine Revolution der Waffentechnik. Es handelte sich hierbei um das erste Standardgewehr ohne Rauchentwicklung beim Abschuss, was sowohl die effektive Reichweite stark erhöhte, als auch die Tarnung der Soldaten auf dem Schlachtfeld verbesserte. Das Le Bel-Gewehr wurde von der französischen Kommission ab Januar 1886 in nur ein paar Monaten entwickelt. Es handelte sich dabei um eine gemeinsame Arbeit mehrerer Konstrukteure, darunter auch Paul Vieil, der Erfinder des rauchlosen Pulvers, und Leutnant Colonel Nicolas Le Bel, der das entscheidende Le Bel Vollmantelgeschoss entwickelte. Übrigens war Nicolas Le Bel gegen diesen Namen der Waffe, daher protestierte er auch mehrfach dagegen und dadurch ist auch der Name Le Bel-Gewehr eher inoffiziell zu sehen. Das 1886 war im Ersten Weltkrieg bereits das Standardgewehr der französischen Infanterie und obwohl es bei der Übernahme in die Armee wegen seiner revolutionären Munition das modernste seiner Zeit war, wurde es in anderen Bereichen recht schnell von der Konkurrenz wie zum Beispiel Mauser überholt. Das Le Bel gehörte zum Beispiel zu den längsten und schwersten Standardinfanteriegewehren des Ersten Weltkriegs und war daher für den Einsatz im Graben nur sehr bedingt geeignet. Durch das ungewöhnliche Röhrmagazin unter dem Lauf hatte das 1886 eine sehr große Kapazität von 9 plus 1 Schuss, was natürlich dazu geführt hat, dass das Nachladen deutlich länger dauerte wie bei der Konkurrenz, die natürlich in der Zeit schon mit den Ladestreifen gearbeitet hat. Dennoch leistete das Le Bel-Gewehr im gesamten Ersten Weltkrieg sehr gute Dienste und hatte den Ruf bei den Franzosen überaus präzise und sehr zuverlässig zu sein. Es gab sogar Sonderanfertigungen für französische Scharfschützen, wo zum Beispiel verschiedene optische Visiere eingesetzt worden sind auf dem Le Bel, wie zum Beispiel das APX 16 oder 17 von Puteaux, was natürlich so auf den normalen Standardgewehren der Infanterie so nicht gab, weil diese Visierhalterung gab es nur für diese Scharfschützenversion, was natürlich dazu geführt hat, dass sie deutlich präziser waren. Sogar im Verlauf des Zweiten Weltkriegs blieb das 1886er in manchen französischen Divisionen erhalten und auch wenn es bis dato schon sehr stark veraltet war vom Stand der Technik her, war es laut den französischen Aufzeichnungen eine sehr gute und treue Waffe. In Battlefield 1 gibt es bislang die Le Bel-Version Scharfschütze und Infanterie. Ob im Verlauf der kommenden Patches noch weitere Versionen des Le Bel-Gewehrs dazustoßen werden, ist bislang unbekannt, möglich wäre es sicherlich. In der Scharfschützenversion besitzt das Le Bel neben einem Zweibein für verbesserte Stabilität auch ein Teleskopvisier für erhöhte Präzision auf hohen Distanzen. Die theoretische Kadenz beträgt hierbei 56 Schuss pro Minute und insgesamt stehen uns 24 Patronen zur Verfügung, wovon alleine 8 im Magazin stecken. In Sachen Modifizierungen gibt es erneut wieder den Battlefield 1 Standard, sprich wir können das Fadenkreuz bestimmen, ein Bajonett aufpflanzen, den Zoom einstellen und natürlich einen Skin anbringen. Ähnlich wie auch bei der Infanterieversion, nur dass wir hier kein Fadenkreuz auswählen dürfen, sondern die Visiervorrichtung. Apropos Infanterieversion, die erhält aufgrund des geringeren Gewichts die Präzision nach dem Feuern schneller zurück. Auch hier beträgt die theoretische Kadenz 56 Schuss pro Minute und auch hier besitzen wir 24 Schuss, wovon alleine 8 im Magazin stecken. In Sachen Schadenswerten verursachen beide Versionen bis 30 Meter insgesamt 80 Schadenspunkte. Dieser Wert erhöht sich ab 50 Meter auf den Sweet Spot von 100 Schadenspunkten und fällt dann langsam aber sicher wieder auf 80 Schadenspunkte zurück ab einer Meterzahl von 101. In Sachen Nachladezeit gibt es heute mal keinen exakten Wert. Je nachdem wann ihr zum Nachladen ansetzt, desto länger bzw. kürzer dauert es. Bedenkt also immer auf dem Schlachtfeld an die hohe Nachladezeit des Le Bel-Gewehrs, denn dies im Vergleich zu den anderen Gewehren und auch historisch gesehen echt extrem hoch.
Da das Level 1886 Bestandteil des DLCs Dash 100 Pass ist, müsst ihr zwei Aufgaben abschließen, um diese Waffen freizuschalten. Für die Version Scharfschütze braucht ihr insgesamt in einer einzigen Runde 5 Kopfschüsse mit der Scharfschützenvariante der Russian 1895 und zudem braucht ihr noch 10 abgeschossenen Gegner, die ihr zuvor mit dem Periskop markiert habt. Für die Version Infanterie braucht ihr insgesamt 50 Kills mit dem mannlichen M95 Infanterie und ihr benötigt zudem in einer einzigen Runde 5 abgeschossenen Gegner, die ihr zuvor mit der Signalpistole markiert habt. Sobald ihr diese beiden Aufgaben abgeschlossen habt, stehen euch die beiden Versionen der Lebel 1886 zur Verfügung. Wie ist eigentlich eure Meinung zu 1886? Welche Version von beiden spielt ihr am meisten und warum überhaupt? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat natürlich das Video wie immer gefallen und geholfen und falls ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, sowie natürlich Weiterempfehlungen eurerseits. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Viper.